Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Let's Play Obscure Er oder hat irgendwie so. gelernt. Ja, das Ja, leider. ich hab's gelernt. Du musst Das hier Obscure nicht, ja. auskotzen, sondern dann den Mund wieder so, war wegen diesen Unterkiefer so bewegen. So. Obscure. Na egal, wie auch immer. Das hier ist der 12. Part und wir sind auf der Suche nach Statuen von irgendwelchen dünnen Typen. Abgemagerten, hungrigen Typen, die aussehen wie ich, weil ich auch so mager bin. Stimmt gar nicht, er ist viel dicker. No, ich bin dick. Guck dich mal an. Here we are at last. Würde ich gerne, aber das geht nicht. Da liegt wieder eine. Okay, two more statues to go. So, leicht. Die sieht aber weniger. Naja. Naja, kein Kopf, keine Arme, ne? Da liegt was? Eine very powerful Taschenlampe. Der Fuß kann sehr lange benutzt werden. Naja, praktisch. Was liegt hier? Geile Übersetzung. Das ist Englisch. Eine Filmrolle. Oh, da ist ja ganz schön Afrika-Tick hier. Das ist Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, da ist ein Kumpel von Also, mir ziehen. Wir haben eine Filmrolle gefunden und wir wissen jetzt alle, wo wir hin müssen. Gut, richtig. Also, gucken wir auf die Karte. Ach, zum Amphitheater müssen wir jetzt wieder. Wie? Ich dachte McDonald. Ah, sehr schön. Wie jetzt? Wie jetzt? Damit eins klar ist, ich nenne es Vorführraum. Amphitheater! Amphitheater, das haben wir schon mal diskutiert. Das klingt wie der Adresse, das klingt wie das Reptilienhaus. I'm infected and I need to find the antidote. An antidote? There's an antidote? Oh, are you sure of that? There better be one, but we need to find the lab with the big door. But how do you plan on finding that lab? I found a map with a basement. A map? It's a... You're going... Das hat Essen drin. Gott. Wait, face. Und weg ist hey, er. He's getting away with my map. Hey, der hat meine Karte. That bastard. He stole my map. It's useless. No. I can't open it. Er hat die Karte gestohlen. He looks so strange, like one der hat of those eine Frau things. Beklaut, das war ich ja. Es ist nutzlos. Die Tür geht nicht auf. Er sieht so stark aus wie einer von diesen Biestern. Ich frage mich bis heute noch, wo genau die eigentlich herkommen. Aus dem Labor. Ja, das habe ich ja in früheren Parts bereits erwähnt, aber... Naja, ich weiß auch nicht. Dass niemand das Verschwinden der Schüler irgendwie bemerkt hat, wundert mich ein bisschen. Nee, aber, Ah, es muss doch... One more eine. Noch eine, geil! Nummer 3. Noch eine. Jo, weiß nur, wo die ist. Nee, also wie bereits erzählt, ich bin der Meinung, es muss so eine Art Muttertier geben, so eine... So ein allererstes infiziertes Wesen, was alle anderen angesteckt Kumpel, hat, oder? Wir sind hier nicht bei Alien Trilogie. Oh, hier ist ich dachte. Ich dachte mehr so ein Left 4 Dead. Was hat das hier mit Left 4 Dead zu tun? In Left 4 Dead 2, in Left 4 Dead gab's auch nicht so ein komisches Muttertier. Komm, es gab immer einen ersten Infizierten. Was kennt ihr nur? Ja, lass mich in Ruhe. Sehr schlecht, wir geben aber lieber eine Waffe. Nee, du. Wir lassen sie unbewaffnet weitergehen. Okay, nehmen deine Schrotflinte. Wir müssen Munition sparen, so geht das einfach nicht. Lass deine Schrotflinte nehmen, Mann! Ich hab Angst, dass die Munition nicht reicht, dann sind wir am Arsch. Wow! Feuer frei! Wave! Hau! Da ist Muni! Ja, ich seh! Muni für? Pump Action Shotgun! Shotgun! Oh, jetzt awesome! Ah, geil! Ein Revolver! Lass das! Du klingst wie ein kaputter Automat! Nee. Also Revolver haben von Natur aus ein sehr, sehr dollen Bums. Jetzt hör auf damit, du Automat. Mach weiter. Ich darf ja auch nicht. Cool, wir haben keine Taschen. Wir haben überhaupt keine Klebebänder mehr. Echt nicht? Echt nicht? So, wir müssen neue finden. Oh, scheiße. Nee, ich brauche dafür das Verbinden der Lampe hier. Ah, finden wir schon.
Jetzt hör auf damit. Danke. Erst 5 Minuten um, weiter geht's. Nicht den Benchmark vergessen. Da ist ein Fernseher. Da, ja, so ein ganz modernes. So ein High Definition Gerät. Ja, kann der aber auch in 1080p abspielen? Der hat mindestens 2080 drauf. Oh. Das ist nicht mal High Definition, das ist Slow Definition. Jetzt können wir endlich. Schlechtes Timing. Vielleicht für Skype. Ammunition für die Pistole, yes. Und die Taschen haben wir doch noch. Cool. Oh, kann man das schieben? Ach, da fällt mir ein. Ja, kann man schieben, cool. Ja. Und es ist kein Schraubendreher drunter, schade. Es ist eine Tür. Noch schlimmer, das kann man gar nicht gar nicht gebrauchen. Text! Sesam, du dich öffne. Oh, ein Schuss! Na, ah, dumm gelaufen. Ein Schlüssel, ich weiß nicht, was das ist. Ist logisch, ne? Würden wir es wissen, hätten wir keine Probleme, du Vollspacken. Ich meine jetzt nicht dich. Danke schön, meine Gefühle. Ich werde es bocken. Geh mehr. Was jetzt sagen? Ich würde mal sagen, keine Ahnung. Schlüssel natürlich. Alles leer. Die kann man. Na, was da drin? Noch ein Klassenzimmer. Hä? Die Töchter sehen immer noch aus wie frisch aus dem Arsch gezogen. Boah, dieser Kamerasum gefällt mir schon wieder nicht. Noch so ein modernes Computer-Hightech-Gerät. Das kribbelt. Wir haben 3 Energy Drinks, das ist mal praktisch. Jo, damit halten wir unser Leben. Ich weiß, Geld ist nicht. So. Dieses Skelett da drin hat mich irgendwie an Resident Evil Apocalypse erinnert. Mich erinnert das eher so an Biologieunterricht bei uns auf der Schule. Ha, und das Skelett sitzt mir ständig die Hand von dem Skelett. Das Gummiskelett sitzt mir mal die Hand an seinem Genitalbereich. Oh, Disk. Was laberst du da eigentlich? Na, wir haben auch so ein cooles Skelett im Biologieunterricht. Und da nehmen sich immer ein paar kecke Schüler die Hand von dem Ding und stecken es in den Genitalbereich von dem Skelett. Und die andere Hand wird in die Luft gehoben und der Kiefer vom Skelett wird aufgemacht. Welche Note hast du in Biologie? 2. Sicher, weil ich bin kein Experte, aber ich glaube, ein Skelett hat keinen Genitalbereich. Jedenfalls nicht mehr. Wo ist überhaupt hin? Ach, im Amphitheater. Naja, stimmt. Aha, vergessen wir das immer. Ab in den Vorführraum. Amphitheater. Ach, scheiß drauf. Ich streite mich jetzt nicht mit dir. Amphitheater. Wir reden nach dem Part weiter. So, ich kündige gleich. Ich schwör's, ich kündige. Ich hab hier meinen Duden. Schnapp mal nach, Amphitheater. Na schön. Ich glaube, die Filmrolle hieß irgendwas mit 24. Und 23 haben wir auch noch gefunden, glaube ich. Ja, 24 und 23. Gut, dann legen wir erst 23 ein, dann 24. Ich glaube, ich mache einen Toasty. Ach ja, die Dinger sind echt lecker. Hühnchengeschmack, ne? Oder Schweinchengeschmack? Magst du mehr? Also, ich bin mehr so für, das ist schon ewig her. Ich würde mal sagen, mehr so Hühnchen. Ah, ich liebe Hühnchen. Es gibt so komische Toasties mit, Schnitzel, Schinken und Ei. Toasty. Gott. Das ist richtig ekelhaft. Die Dinger sind so richtig wabbelig und die kriechen richtig vom Fett, wenn du sie aus dem Toaster nimmst. Aber die schmecken gut. Die sind gefüllt mit Rührei und kleinen Kochwürfelschinken. Ist dir klar, dass wir erbärmlich sind? Wir reden über Toasty.
Toasty ist geil. Es schmeckt super lecker. Ja, aber das kannst du in der Bildbeschreibung lassen. Ich meine, wir wollen die Zuschauer nicht zu Tode langweilen. Ey, mit Toasty kann man sich nicht langweilen. Toasty ist ein Nahrungsmittel, ein mit deren Hilfe man den Hunger stillt. Da, Statue. Wo? Na. Da, die große. Ich glaube nicht, dass wir die einstecken können. Auch wenn es mich gerade ein bisschen wundert, wie wir die ganzen Statuen aufbewahren. Keine Ahnung, die oder die sieht Waffen. So alt aus wie die Schule selbst. Hm. Na komm schon, also. Also entweder ist das ein Problem des Spielherstellers, dass er vergessen hat, eine riesige Tasche herzuzaubern. Gesundheit. Nochmal Gesundheit. Oh Gott, ey, die erschrecken mich immer. Gesundheit, hör auf zu niesen. Ich hab dreimal geniesen, scheiße. Das heißt also, jemand hat von dir dreimal geträumt. Nee, jetzt haben wir einen Schluck auf. Hä? Oh. Ja, hat man das mal Munition aufgenommen. Und ist ja cool, führt dich nach. In der Schule liegen überall Knarren und Munition rum. Das ist echt. Ich glaub, wir können. Ja. Oh Gott, was ist das denn? Was denn? Nein, das muss so aus. Das hat schon wieder keine Augen. Doch, hat er, sehen wir bloß nicht. Was passiert mit dem? Wer ist das? Keine Ahnung, ein Typ im weißen Umhang, wo ich mal mit irgendeinem Doktor Dr. vielleicht. Weird. Gentlemen, behold! I just give my own injection! Ach, sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Keine Ahnung, wer ist das? Das ist... Nee, das war nicht aus. Scheiße, nee, vergesst das. Dachte, ich wäre das jetzt in die Kamera guckt. Ja, bitte mit. Oh Gott! Wieso erinnert mich das stark an die Kaffeewerbung? Keine Ahnung. Ach, oh, die Anti-Pickel-Creme hat nicht gewirkt. Oh Gott. Nee. Also davon träume ich heute Nacht wieder. Stopp! Eine Filmrolle fehlt noch. Ach stimmt. Wenn ich dich nicht hätte. Dann hätte das Spiel jetzt echt in die Tonne, oh, in die Tonne treten können. Nee, eine Minute haben wir noch. Cool. Oh, das schaffen wir. Los, komm. Ah, oh, sind sie wieder. Hey, Idiot, filmt sich selbst bei Arbeiten, nee. Ah, das Doktor. Frau Wixen! Doch, hör auf, bitte, ich kann das nicht aussprechen. Wixen, 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 Mützeglatze, rauf, runter, rauf, runter. Oh, die Musik fällt mir. Aufzeichnung. Oh, gut. Cool. Schreib den auf. 0582. 0582. Schreib den auf. Okay, 0582. Friedman is really nice. Okay. Why would he film his notes? Das ist bestimmt der Code für das Türschloss, dafür das Torschloss am Ende. Oh, hi, Lily. Ich würde dir mal empfehlen, die Katzenklappe zuzutackern. Die ist zugetackert, da ist ein Loch drin, sie kommt trotzdem durch. Was hast denn du für eine Katze? Eine verdammt angegeilte, nach Kuschel süchtige Katze. Ah, unsere Zeit ist um. Froh, dass ich reden kann. Ja, okay. Okay, dann machen wir erstmal Schluss für den heutigen Part. Ja, bist eine schöne Lilly. In Ordnung, dann sehen wir uns dann wieder zum nächsten Part von Let's Play Obscure. Ja, den Part habe ich vergessen, das sehen wir dann, wie der Part lautet. Wir sehen uns in dem nächsten Part von Let's Play Obscure.